Nein. So, weiter geht's. Steht die Kamera halbwegs stabil? Ja, es scheint wohl so. Hocke ich einigermaßen gerade? Scheint wohl auch so. Gut, dann jemand, dessen Namen auszusprechen mir leider nicht so wirklich möglich ist, wofür ich um ganz große Entschuldigung bitte. Rodznowski oder so ähnlich, Medved. Sorry. Hallo Ben, ich komme aus Tschechien, wohne aber mittlerweile in Bayern und kann dir sagen, dass du neben mir auch bei meinen verwandten Freunden in Tschechien einige Fans hast. Cool. Die meisten von ihnen können aber kein Deutsch und ich muss dann als Übersetzer herhalten, was die Länge deiner Videos durchaus anstrengend sein kann. Das kann ich mir vorstellen. Tschechische Untertitel wären hier hilfreich. Das muss ich mal ausprobieren, ob das möglich ist. Man kann irgendwie, glaube ich, das probiere ich mal aus. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber man kann englische Untertitel irgendwie einstellen, dass das Ding dann quasi per Google Übersetzer automatisch übersetzt wird oder irgendwie so. Ja, mal gucken. So, vor einiger Zeit war ich mit dem Fahrrad durch ein sehr großes Waldgebiet bei Nürnberg unterwegs. Ich befahre gerne auch die kleineren Waldstraßen. Abseits der Radwege, genau auf so einem kleinen Weg, wurde ich von einem deiner Kollegen mit seinem Geländewagen überholt, gestoppt und zur Rede gestellt. Ich hätte hier nichts zu suchen und forderte mich höflich auf, bestimmt auf, wieder auf dem Radweg zurückzufahren. Ganz sicher bin ich kein Downhill-Bike-Spinner, sondern der Besitzer eines ganz normalen, straßentauglichen Fahrrads und genauso benutze ich es auch. In meiner tschechischen Heimat würde der Radfahrer auf dem Waldwegen kein Wildschwein interessieren. War das nur der übereifrige Handeln eines Försters oder steckt da schon mehr dahinter? Ja, das ist generell so ein Thema, da tue ich mich persönlich auch schwer und das ist auch wieder so ein bisschen ein individuelles Steckenpferd des einen oder anderen Försters. Manchen ist das völlig egal, anderen ist es dann wiederum wichtiger und es kommt auch ganz schwer auf die Region, in der man sich befindet, an. Es ist ja so, dass dieses Grundrecht zum Betreten des Waldes ein Treten voraussetzt. Also rechtlich gesehen hat jeder das Recht, den Wald zu betreten, also zu Fuß im Wald rumzustapfen. Sobald man ein Fahrzeug verwendet und ein Fahrrad ist rechtlich gesehen ja schon ein Fahrzeug, ist es eigentlich generell untersagt, ein Fahrzeug zu verwenden. Es gibt allerdings eben die Ausnahme, dass ein Fahrrad zugelassen ist auf Wegen. Soweit ist es bundesdeutsch einigermaßen einheitlich, dass Radfahren auf Wegen erlaubt ist. Und jetzt kommt es ganz stark aufs Bundesland an, was für Wege das sein müssen. Baden-Württemberg ist da relativ krass und verbietet das Radfahren auf Wegen unter 2 Meter Breite. Also die müssen mindestens, ich glaube 2 Meter war es, 2 Meter breit sein, sonst darf man da drauf als Radfahrer nicht rumfahren, was also quasi sämtliche schönen Wanderwege vom Radfahren ausschließt. Grund, ein Radfahrer nervt potenziell die Wanderer. So ist das mal irgendwo argumentiert worden und Baden-Württemberg hat mit dem Schwarzwaldverein eine überaus starke Wanderlobby, weshalb wir in Baden-Württemberg, das ist nur meine Spekulation, ja, ich weiß das auch nicht hundertprozentig sicher, eben gerade deswegen in Baden-Württemberg eben dieses super scharfe Anti-Radfahrgesetz haben. In Bayern ist es stark von der Region abhängig, wie schlimm das ausgelegt wird. Ich weiß, dass manche Kollegen extra ihre Waldstraßen so anlegen, dass sie dann mit dem Geländewagen noch gut rüberkommen, aber es für den meisten Radfahrer schon extrem unangenehm wird, also ziemlich schotterig eben. Und dann da schon keiner mehr fahren möchte, um halt eben das Wild nicht zu stören. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht so das eine Argument, weshalb man aus naturwissenschaftlicher Sicht argumentieren könnte, dass Radfahren im Wald ein bisschen problematisch ist. Habe ich ja jetzt schon in der Wer stört das Wild Sache letzte Woche gesagt. Je schneller etwas unterwegs ist, desto eher löst das halt beim Wild einen Fluchtreflex aus. Und selbst ein gemütlicher Radfahrer ist immer noch deutlich schneller unterwegs als ein zu Fuß gehen, betone ich, nicht super schnell davon flüchtend, das könnte durchaus schneller sein als ein Radfahrer, anderes Tier. Außerdem können sie halt wirklich nicht ganz zuordnen, was ist ein Mensch auf dem Fahrrad? Ist das ein einzelnes Tier? Sind das zwei Tiere? Das ist
Man geht davon aus, dass das relativ viel Stress verursacht, wenn halt eben viele Radfahrer dann in sowas unterwegs sind. Und wenn die dann halt auch noch auf den kleinen Wegen unterwegs sind, dann haben viele Kollegen vielleicht auch durchaus begründet, ich weiß es einfach nicht, da halt eben Angst, dass das Wild damit arg beunruhigt wird. Das ist, glaubst du, das eine Hauptargument. Von den Downhill-Biker-Spinnern, wie du sie nennst. Ich finde es okay, solange sie auf ihren vorgegebenen Strecken bleiben, stören die mich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt irgendwo einen Wald hätte und da würden welche zu mir hintreten und sagen, wir hätten gerne eine Downhill-Strecke, dann könnte man sich auch darauf einigen, irgendwo eine Strecke anzulegen. Was ich halt überhaupt nicht gut finde, ist, wenn sie dir wild irgendwo runtersausen. Was die halt noch an zusätzlichem Schaden verursachen, ist, dass sie Furchen in den Boden quasi graben durch ihre fahrerischen Aktivitäten und das wird dann früher oder später, da es ja auch noch bergab geht, irgendwann dann noch vom Regen ausgewaschen und wir kriegen dann halt mehr und mehr eine Erosionsrinne. Eine davon wäre nicht schlimm, zwei vielleicht auch noch nicht, aber irgendwann sind den zwei Strecken auch zu langweilig und dann muss eine dritte und vierte und fünfte her und das ist so die Befürchtung, die da so irgendwo dahinter steckt. Ich weiß halt eben nicht, inwiefern da was dran ist. Ich versuche da noch relativ liberal mit dem Thema umzugehen und kann irgendwo verstehen, dass das Spaß macht. Für mich persönlich ist das nichts, das geht mir schon wieder zu schnell. Ich mag keine superschnellen Aktivitäten, also alles, was so deutlich schneller als 20 km/h stattfindet, ist mir dann schon etwas suspekt. Ja, mehr kann ich da spontan jetzt nicht zu sagen. Das ist halt eben, wie gesagt, schwierig und ich müsste genauer recherchieren, wie die jeweiligen Gesetzeslagen in den jeweiligen Bundesländern sind. Ich meine, Bayern war so irgendwo... Eigentlich müsste in Bayern das Radfahren nur auf Wegen gestattet sein. Jetzt ist halt dann eben die Frage, war das jetzt noch ein Weg, wo du da unterwegs warst oder war es das nicht? Dafür müsste man jetzt genau gucken, wie ein Weg definiert sein muss, um ein Weg zu sein. Schwierig. Ich müsste das Ding dann mal sehen. Wahrscheinlich hat er ein bisschen übertrieben reagiert, der Herr Kollege. War wahrscheinlich so eine 50-50-Situation. Er hätte dich quasi eigentlich auch weiterfahren lassen können. Er kann dich auch wegschicken. Also er wäre wahrscheinlich mit beidem durchgekommen, wenn es jetzt vor Gericht gegangen wäre. Sagen wir es mal so. Ich hoffe ja sehr, dass das niemals so eskalieren wird, diese Situation, dass man da vor Gericht muss. Aber ja. So, zweitens. In meinem Garten wachsen nicht nur einheimische Bäume, sondern auch einige aus Asien. Sehr schön. Besonders zu erwähnen ist hier die Koreatanne. Oh ja, die ist toll. Abies coreana. Das Ding habe ich mal gesehen, ja. Welche, wie der Name schon sagt, in Süd- und Nordkorea heimisch ist. Genau wie dein Lieblingsbaum der Douglasie ist auch die koreanische nicht von hier. Können solche Bäume zur Gefahr für die heimische Pflanzenwelt werden? Definitiv können sie schon. Deswegen muss man da ja auch immer sehr vorsichtig sein und deswegen die Anbauempfehlung eben zur Douglasie vorsichtig und maßvoll ausweiten, nicht so, dass man die Kontrolle über das Ding verliert. Paar Beispiele für invasive Baumarten wäre die spätblühende Traubenkirsche aus Amiland. Prunus serotina heißt sie, glaube ich, auf Lateinisch. Moment mal, ist die überhaupt aus Amiland? Meine Nase ist gerade zuständig fest. Ich habe übrigens Pollenallergie gegen Gräser und da hinten ist die Wiese und da bin ich auch hergelaufen. Das war eine besonders tolle Idee, aber egal, wenn es in den Wald geht, hat die Nase mitzuspielen. So, ja, also dieses Ding zum Beispiel breitet sich relativ unkontrolliert aus. Auch die Schwarzkiefer kann in bestimmten Regionen nur noch schwer loszubekommen sein, wenn sie erstmal da ist. Dass die Koreatanne ein Problem ist, wäre mir jetzt neu. Ich glaube, die verreckt von alleine, wenn man sie nicht ein bisschen pfleglich behandelt und halt nicht nur im Garten stehen hat, sondern halt irgendwo im Walde. Ich habe mal zu invasiven Arten ein Video gemacht, das irgendwo in der Playlist Waldfragestunde drin ist. Ist relativ ausführlich da erklärt, die Situation. Ich will ja alle Fragen so gut es geht jetzt wirklich gleich direkt beantworten, aber da würde ich wirklich drauf verweisen, weil das ist sehr ausführlich, da darauf jetzt eine Antwort zu geben, wenn ich das jetzt weiter ausführen möchte. Nachdem ich deine Wildschwein-Trilogie gesehen habe, interessiert mich das Thema sehr. In meinem Viertel in Nürnberg sind Feldhasen auf der Straße kein seltener Anblick. Mit Wildschwein haben wir hier bisher nichts zu tun gehabt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, leider durchaus realistisch.
Meine Frage an dich wäre folgende: Wie kann man es diesen Tieren so unbequem wie möglich machen, so dass sie, falls das überhaupt geht, von selber wieder abhauen? Dass man die Viecher nicht füttern soll, dürfte eigentlich jedem klar sein. Das ist eine hervorragende Frage, herzlichen Dank. Generell, wenn es die Viecher wirklich so ungemütlich wie irgend möglich haben sollen, dann ist das Zauberwort, die dürfen nichts zu futtern finden. Die kommen ja nur dann in die Nähe der Siedlung, wenn sie quasi den Eindruck haben, dass sich das für sie lohnt. Sprich, sie müssen da, trotz den ganzen Stress, den da herrscht, weil dauernd diese komischen Menschen rumlaufen und unter Umständen seltsame Autos rumfahren, es da komisch riecht und da überhaupt alles irgendwie anders ist als in der Natur, das muss sich für sie lohnen, dass sie dann da auch entsprechend richtig einfach und viel zu futtern finden. Soll heißen, wenn man denen also sämtliche Optionen, was zu essen zu finden, wegnimmt oder zumindest mehr zu essen zu finden, als sie im Wald finden würden. Also nach Würmern graben können sie in einem Blumenbeet genauso gut wie im Walde. Vielleicht im Blumenbeet ein bisschen besser, weil das schon etwas aufgelockerter Boden ist. Aber das allein würde nicht reichen, dass die deswegen in die Siedlung kommen. Also das Zauberwort heißt: Essen vor den Viechern irgendwie so wegschließen, dass die nicht rankommen. Heißt, man bräuchte also wirklich massiv verschlossene Mülltonnen. Also Mülltonnen in irgendeinem Extrahäuschen und das wirklich richtig gut verschlossen. Generell wäre es auch gerade in einem Gebiet, wo viel Wildschwein in die Gegend kommt, sehr wichtig, einen vernünftigen Gartenzaun zu haben. Ein vernünftiger Gartenzaun meint wirklich was richtig Massives. Und nach Möglichkeit auch irgendwas, was 50 cm tief in den Boden reinragt, weil die Wildsau grabt, sie gräbt sich überall durch. Was die Viecher an Bodenmassen, an Boden bewegen können, ist unglaublich. Also da muss man schon wirklich einen ordentlichen, massiven Zaun haben. Wenn man dann ganz korrekt sein möchte, sollte man auch schauen, dass wenn man ein Apfelbäumchen zum Beispiel im Garten hat, die Äpfel, die da dranhängen und auf den Boden fallen, dann am Boden nicht lange liegen bleiben, sondern man sammelt die regelmäßig weg, dass einfach wirklich nichts Verlockendes, Essbares irgendwo zu finden ist. Wenn man irgendein Beet mit irgendwelchen Möhren oder Kartoffelacker oder sonst was im Garten hat, umso wichtiger dann einen vernünftigen Zaun da drum zu machen, dass doch halt wirklich dann nichts dran gehen kann. Aber gerade bei Wildschweinen ist das schwierig. Gegen Viecher wie den Waschbär oder was hilft ohnehin nichts. Der kommt überall dran. Also gerade so an Pflanzen, die man im Garten hat, den kann man ja nicht aussperren. Dann kann man so einen Zaun kann man nicht bauen, dass der da nicht drüber kommen würde. Aber auch da ist dann wichtig, halt, dass der Müll weggeschlossen wird. Ich denke, so Müll wegschließen, so richtig schön tiersicher, ist so das Zaubermittel, dass es nicht allzu sehr ausarten wird mit den Viechern. Ist halt natürlich auch dann blöde bei öffentlichen Mülltonnen auf irgendwelchen Kinderspielplätzen oder ähnlichem. Da finden die natürlich auch was und die sind ja nie weggeschlossen. Schwierig! Aber wahrscheinlich wird man da mal das irgendwann in Angriff nehmen müssen, dass man da so generelle Müll-Wegschließpflichten in Vororten von Berlin beispielsweise, das ist so die schlimmste Region, die es so gibt, da wird das dann bestimmt mal früher oder später eingeführt, dass das Pflicht wird, dass man sowas machen muss. Ja, also danke dir für die Fragen und herzliche Grüße nach Nürnberg beziehungsweise zu meinen tschechischen Fans. Hätte ich jetzt gerne auf Tschechisch gesagt, aber ich kann ja nicht mal Hallo sagen. Oh, ist irgendwie schon beschämend. Ich guck's nach. Sobald ich daheim bin, gucke ich nach. Zumindest mal Hallo, guten Tag, irgendwie sowas. Masch 3. Hi Ben, meine letzte Frage unter diesem Video. Ja, da ist ein Link, da kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen, mit Sicherheit. Wie gesagt, Bearbeitungszeit dauert. Das tut mir auch wirklich immer wirklich leid. Und wenn du die nicht in dieser Umfrage beantworten kannst, vielleicht kannst du ja mal jemanden, der es kann. Ja, da komme ich jetzt halt eben nicht dran an die Frage. Da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. So, dann Christian Stender, glaube ich. Was ist der beste Waldwitz? Ganz ehrlich, das mag zwar ein Ding sein, das jeder Depp kennt, aber treffen sich zwei Jäger, beide tot, finde ich immer noch gut. Dann gibt es noch so einen anderen, aber der ist nicht jugendfrei, deshalb behalte ich den für mich. Aber der ist auch gut. Darf man wirklich so viel Holz aus einem Wald aussammeln, wie man tragen kann und das dann mit nach Hause nehmen oder ist das nur so ein Gerücht? Und schallt es wirklich wieder so heraus, wie man in den Wald hereinruft? Letzteres
Ja, also wenn du jetzt das Sprichwort so meinst, wie es gemeint ist, finde ich schon, dass das ganz elementar wichtig ist, wenn man dem Kollegen freundlich begegnet, dann ist er auch freundlich. Und wenn man es das nicht ist, dann ist er das nämlich auch nicht. Deswegen, ich glaube, da ist schon sehr viel dran. Das ist schon eine ziemlich zentrale Weisheit zum korrekten Verhalten im Walde. Und ansonsten die Sache mit dem Holz. Das ist eins der Videos, die ich wieder gelöscht habe, nachdem ich sie gedreht hatte. Da war ich nämlich nicht ganz zufrieden mit. Muss ich dann irgendwann mal nachholen. Jein. Es gibt Bundesländer, da steht es explizit drin, dass man einen sogenannten Handstrauß an, ja, sagen wir, Naturerzeugnissen, also Blümchen, Pilzchen, dann halt ein kleines Körbchen und nicht ein Strauß Pilze, das gibt's ja nicht, Zweige, die man vom Baum runtergeschnitten hat, oder halt eben auch entsprechend Holz vom Boden bis zu einer Dicke von 10 cm, so ist es in einem Landeswaldgesetz definiert, aufsammeln darf und davon halt eine Handmenge, eine tragbare Menge, also jetzt nicht einen riesen Rucksack voll und sich hinten noch die Lastenkraxe auf den Rücken laden und das Ding noch voll machen und damit aus dem Wald spazieren, sondern so einen Arm voll Holz bis zu einer Dicke von 10 cm. Ich glaube, das war in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie das wirklich definiert haben. In den anderen Bundesländern ist es in der Regel nicht definiert, wie dick das jetzt genau sein darf. Ich würde nichts mitnehmen, was größer als 8 ist vom Durchmesser. Weil generell gilt Holz über 8 oder 9 cm, das weiß ich, kann ich mir immer nie merken, ob das 8 oder 9 sind, vielleicht sind es auch 7, als Derbholz, und ab Derbholz ist es verwertbar. Hat also einen monetären Wert, ist für den Besitzer des jeweiligen Waldes also was er theoretisch verkaufen könnte. Und wenn man das dann einfach so mitnimmt, dann ist das streng genommen irgendwo Diebstahl. Natürlich ein nicht sehr schlimmer, wenn man da jetzt mal so einen Ast klaut, aber eigentlich schon. Und ja. Aber es gibt halt eben in manchen Wäldern gibt es noch explizit ein altes Recht, teilweise noch aus dem Mittelalter, dass die dort ansässige Bevölkerung sich eben dünnes Holz zum heimischen Kamin anfeuern aus dem Wald holen darf, so viel so lustig ist. Und teilweise sind diese alten Rechte wirklich immer noch existent. Die stammen dann zwar meistens nicht mehr aus dem Mittelalter, sondern mehr so aus der Renaissance, so 1700, 1800 ungrad, so irgendwas um den Dreh. Das gibt's aber noch. Ist von Region zu Region wirklich ganz unterschiedlich, und die Bundesländer, die es im Landeswaldgesetz drinstehen haben, dass man sowas darf, die differenzieren auch nochmal und weisen darauf hin, dass es im ortsüblichen Rahmen zu erfolgen hat, das Sammeln von Holz. Also gibt es halt auch eben Orte, wo man es nicht darf. Also wenn man ganz korrekt sein wollte, müsste man eigentlich beim entsprechenden Bürgermeisteramt der entsprechenden Gemeinde, in der man wohnt oder Stadt, nachfragen, wie die das denn mit dem Holzsammeln für jedermann im Wald handhaben. Ja, aber nur zur Menge, das kann ich auf jeden Fall sagen, es ist immer nur gemeint, pro Tag einmal ein Arm voll oder eine Hand voll. Irgendwie, je nachdem, was man da sammelt. Gilt für alle Walderzeugnisse, die in irgendeiner Form nachwachsend sind. Also, wie gesagt, eben Blümchen, Pilze, Zweigchen, sowas. Frank Mahlmeister, Frage an den Douglasien-Auskenner. Meine Douglasien hatten eine hervorragende Keimquote von fast 100%, bekommen die Wurzeln aber nicht so recht in den Boden. Zum Vergleich, Bergmammutbaum Keimquote von 35%, aber alle an- und weitergewachsen. Ganz schöne Dummköpfe, diese Douglasien-Nadelholz-Zeugsbäume gelumpt. Selbst schon Bäume aus Samen nachgezogen und Tipps diesbezüglich? Fragezeichen. Groß Frank. Ich bin jetzt, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer eigentlich nur gefällt. Ich habe selten gepflanzt. Habe fällen lassen eigentlich eher. Ein bisschen was habe ich auch selber gefällt. Also es ist nicht so, dass ich noch nie einen Baum gefällt hätte. Also das wäre ja, das wäre schlimm. Aber ja, so viel Ahnung habe ich da nicht. Ja, wenn die Douglasien nicht in den Boden kommen, ist halt jetzt eben die Frage, was für ein Boden da denn jetzt eigentlich vorliegt.
was du da gerade hast. Es überrascht mich aber, dass der Mammutbaum doch eine Keimquote von 35% noch hinbekommt. Generell ist ja so, die Mammutbäume sind alle ein sehr guter Rohbodenkeimer, also da darf eigentlich nicht so viel auf dem Boden rumliegen. Vielleicht würdest du dann eine noch höhere Keimquote hinbekommen. Oder du hast so einen Boden, der quasi wirklich nur aus Boden mit wenig Humus besteht, ohnehin schon da rumliegen. Und das würde dann erklären, warum die so gut anwachsen, die Mammutbäume. Weil mit so einer Situation hat die Douglasie dann vielleicht schon wieder eher Schwierigkeiten. Also die ist auf jeden Fall kein Rohbodenkeimer, kein ausgesprochener. Wäre mir jetzt auf jeden Fall neu. Aber mehr muss ich dann auch leider schon passen. Das wäre dann nur reine Spekulation, da kann ich dann echt nicht mehr so viel zu sagen. Also alle möglichen Fragen zu Wachstum und Verbreitung und so weiter und so fort von der Douglasie, das weiß ich dann ganz genau. Auch die Eigenschaften, die sie dann, wenn sie dann mal dasteht, auf dem Boden hat, die kann ich dir auch exakt ganz genau benennen, inklusive der Veränderung der Kationenaustauschkapazität bei einem Douglasienanteil von 50% in einem Buchenbestand und so weiter und so fort. Aber das willst du ja nicht wissen. So, dann Sell. Passt ja gerade. Hund im Wald. Stört er das Wild, verhalten sich die Hundehalter gesetzeskonform Anleihenpflicht, wenn sie den Hund frei laufen lassen. Ist der Hund immer ein Raubtier in den Augen der Wildtiere? Ja, generell muss man ja sagen, es gibt ja kein generell. In den meisten Fällen gehe ich schon davon aus, dass ein so da rumstöbernder Hund in irgendeiner Form in den Instinkten des Tiers als Raubtier wahrgenommen wird, denn das ist er ja. Auch wenn er domestiziert ist und quasi... Jetzt bin ich mal böse und sage, ein degenerierter Wolf. Man könnte es natürlich auch freundlich ausdrücken und sagen, ein spezialisierter Wolf, der irgendeine bestimmte Aufgabe besonders gut durchführt und alle anderen Sachen nicht mehr kann, aber dafür für diese spezialisierte Sache gut ist. Auf die Kinder daheim aufpassen, was weiß ich. Ich bin zu sehr Wolf-Freund, als dass ich einen Hund nicht als degenerierten Wolf ansehen würde. Das tut mir leid, unter den Hundefreunden, die Hundefreunde unter euch werden mir das hoffentlich trotzdem nachsehen. Ja, es ist schwierig. Also gesetzesmäßig darf der Hund in der Regel in den meisten Bundesländern mindestens innerhalb der Zeit, wo gerade irgendwelche Jungtiere unterwegs sind oder irgendwelche Vögel brüten, nicht frei laufen. Aber man müsste jetzt natürlich auch wieder ganz genau in die jeweiligen Landeswaldgesetze reinschauen und gucken, wie das in welchem Bundesland immer exakt genau geregelt ist. Das weiß ich nicht auswendig. Solange es verboten ist, ist es halt eben wirklich mindestens eine Ordnungswidrigkeit, wenn man den Hund dann frei laufen lässt. Und bis auf in Baden-Württemberg darf in jedem anderen Bundesland ein wildernder Hund, sofern der für einen wildernden Hund gehalten wird, tatsächlich vom Jäger geschossen werden. Das darf jeder Jäger, das muss dann kein Jagdaufseher sein oder der Revierpächter oder sonst wer. Ein beliebiger Jäger auf der Jagd darf einen Hund, der da rumrennt und sich nicht offensichtlich innerhalb des Zugriffs des Herrchens befindet, darf geschossen werden. Jetzt kann man sich natürlich denken, aha, der muss sich also im Zugriff des Herrchens befinden. Wenn jetzt also mein Hund so super brav ist und nicht weiter als 10, 20 Meter von mir wegläuft und wenn ich sage, komm her, dann kommt der auch, 100%ig immer. Dann könnte man jetzt natürlich sagen, in so einem Fall ist es natürlich okay, wenn der Hund rumläuft. In der Praxis ist es das auch. Aber natürlich kann man das ja rechtlich so nicht definieren. Da kannst du ja nicht sagen, gilt nicht für brave Hunde. Dann kann ja jeder sagen, ja, aber mein Hund ist ein braver Hund. Und ich als Nicht-Hundehalter, und einige Hundehalter kennen das Phänomen sicherlich, denke ich, trotzdem, obwohl sie selber welche sind. Es gibt ja oft genug Leute, die sagen, ach, der tut nichts. Und dann hängt er halt eben doch da hinten an der Wade. Aus irgendeinem Grund hat er dann halt mal doch was getan. Und wenn es das erste Mal war und er sonst normalerweise nie was getan hat. Und so ähnlich verhält es sich halt eben auch mit Hund im Wald. Normalerweise mag der vielleicht nie weit reinrennen in den Wald. Und der hat noch nie was gejagt und da ist noch nie was passiert. Aber eines Tages passiert es dann halt eben doch. Weil so ein Hund ist halt eben auch ein Tier. Und auch in einem Hund steckt auch noch genug Wildtier, dass man den halt nicht 100%ig unter Kontrolle haben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist. Also nicht wirklich 100%, vielleicht 99%, aber und wenn er auch nur mal schnell das Karnickel erwischt. Das reicht ja schon, dann hat der Hund theoretisch gewildert und das wäre dann
je nachdem, wie weit man das auslegt und was der Richter dann entscheidet, sogar als Wilderei auf den Hundehalter möglicherweise übertragbar. Möglicherweise. Wie gesagt, es kommt dann natürlich immer auf den Richter an. Ist also so ein bisschen gefährlich, wenn man den Hund da frei laufen lässt. Und für die Wildtiere, ja, wir wissen es halt nicht. Generell meistens ja, aber es gibt sicherlich auch Fälle, wo der Hund wirklich offensichtlich nur spielen kann, will. Und es vielleicht Regionen sind, in denen häufiger Leute mit Hund im Wald unterwegs sind und das ordentliche Wild, Hunde, die da rumstreuen, einfach gewöhnt ist und weiß, boah, die tun nichts. Beziehungsweise, wenn die versuchen, was zu tun, den kann ich jederzeit wegrennen. Die Viecher kriegen mich eh nicht. Kommt natürlich auch wieder auf den Hund an. Also, schwer zu sagen, generell vielleicht doch eben besser Anleihen. Also ich würde Anleihen empfehlen wollen, wenn es dann halt eben in Gosnamen wirklich ein Hund ist, der wirklich horcht und wirklich nicht wegrennt, irgendeinem Tier hinterher und dann nicht mehr abrufbar ist und der wirklich so gut ausgebildet ist, dann ist es in der Regel sowieso ein Jagdhund und der entsprechende Besitzer ist eh der Jäger. Ganz, 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 ganz selten in Fällen kommt es mal vor, dass ein Hund super toll ausgebildet ist und der Jäger, Besitzer nicht der Jäger ist. Aber ja, ich persönlich habe das noch nicht erlebt. Also wenn ich einen perfekt ausgebildeten Hund gesehen habe, dann war der Besitzer ein Jäger und der Hund ist ein Jagdhund. Aber wie gesagt, wieder persönliche Meinung, das ist ja in diesem Video schon normal. Das überrascht euch sicherlich nicht. Ja. Jannik Leinemann. Wieso werden Bäume in der Stadt immer zurechtgeschnitten bzw. überhaupt? Es wird teilweise die komplette Baumkrone abgeschnitten, sodass der Baum kaum mehr Blätter dran sind. In der Natur muss das doch auch nicht gemacht werden. Ja, meinen Namen darfst du nennen. Das ist schön, habe ich gerade getan. Sowieso schon getan. Also ich hoffe wirklich, dass ich da niemandem auf den Schlitz trete, dass ich den jeweiligen Namen vorlese. Das meiste sind ja eh Pseudonyme. Egal, ja, ich habe keine Ahnung, warum das gemacht wird. Ich finde das eine Unsitte und in mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich sehe, dass diese Bäume zu Krüppeln geschnitten werden, wo dann wirklich die komplette sämtliche Äste weg und dann nur noch so ein Knubbel übrig bleibt. Ich vermute, das ist dafür da, dass die einfach weniger Laub produzieren, was man dann kostenteuer irgendwie mit dem Laubbläser durch die Gegend pusten müsste, zusammenrechnen und so weiter und so fort, dass einfach der Pflegeaufwand gering bleibt. Ich finde das unglaublich hässlich und eine schlimme, schlimme, schlimme Unsitte. Und gehe damit auch mit meinen Ahnen konform. Schon mein Großvater hat sich da, ich glaube, noch vor dem Zweiten Weltkrieg wahnsinnig drüber aufgeregt und hat dazu auch diverse Bücher geschrieben, was für eine bescheuerte Unsitte es ist, diese Bäume so zu verschandeln, zu misshandeln. Misshandeln trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist eine Sache, wenn man den Baum fällt, weil man Holz braucht. Dass man das Ding allerdings zum Krüppel macht, weil man der Meinung ist, dass das gut aussieht, das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Warum lässt man den Baum nicht so wachsen, wie er natürlich wachsen will? Es gibt doch nichts Schöneres als einen ganz natürlich gewachsenen Baum, der so wächst, wie ihm der Sinn danach steht. Das ist die schönste Form von Baum. Also ich kann das auch wirklich absolut nicht nachvollziehen. Und von daher ist das natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Leider weiß ich es einfach nicht, was das soll. Da müsste man mal einen Gartenbauer fragen. Ich hatte mal eine bei mir in der WG, als ich studiert habe. Die hätte ich fragen können. Hallo Katja. Nogratos. Servus Ben. Erstmal danke für deine Videos, das Flugzeug. Du deckst damit ein von mir sehr geliebtes Themengebiet ab. Das freut mich. Nummer 1. Wie problematisch ist Efeu im Wald? Das hatten wir schon. Sehe immer öfter, wie das Zeug im Wald wuchert und teilweise auch an den Bäumen emporklettert. Also wie gesagt, solange das jetzt nicht ganz krass ausartet, ist das überhaupt kein Problem, ist eigentlich eher eine Bereicherung der Biodiversität und würde ich jetzt als positiv ansehen, wenn das ein Wald ist, wo ordentlich Efeu drin ist, dann gibt es da auf jeden Fall zumindest mal eine um eine Art höhere Biodiversität als in einem Wald ohne Efeu. Ach ja, doch. Also generell für das Gesamtökosystem gesehen ist das sicherlich was Positives. Da würde mir nicht einfallen, was da negativ sein soll. Der kommt ja auch natürlich hier vor, der Efeu. Der gehört also schon in den Wald. Ein gesunder Wald hat immer ein gewisses Maß an Efeu.